Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer gemeinsamen Arbeit an den anthroposophischen Leitsätzen. Diese Leitsätze wurden von Rudolf Steiner wöchentlich veröffentlicht in den Jahren 1924 bis 1925. Zusätzlich zu den Leitsätzen kamen auch immer Anmerkungen, Betrachtungen und weitere Bemerkungen zu den Leitsätzen, zu den vorhergehenden und nachfolgenden Leitsätzen. Damit die Arbeit an den Leitsätzen in einem überschaubaren Zeitrahmen stattfinden kann, werde ich zu dem Versuch, die Arbeit an den Leitsätzen immer mittwochs zu veröffentlichen, immer eine kurze gelesene Anmerkung zu den Textstellen Rudolf Steiners, die sich jeweils, wenn sie vorhanden sind, zwischen den Leitsätzen befinden, vorzulesen in einem kurzen Video. Das hier ist nun das erste Video dazu, also die Anmerkung, die erste Anmerkung. Und sie hat den Titel Die Bildnatur des Menschen und nimmt Bezug auf die vorhergehenden Leitsätze 1 bis 37. Wir werden dann auch im Laufe der Zeit sehen, dass die Leitsätze sich ja ab einem gewissen Zeitpunkt thematisch ganz konzentrieren, auch auf das Michael-Mysterium, auf das Michael-Zeitalter. Die anthroposophischen Leitsätze geben uns die Möglichkeit, in jedem Leitsatz Bezug zu nehmen auf die von Rudolf Steiner in seinen Schriften und Vortragszyklen dargestellten Themen konzentrierter Bezug nehmen zu können, sie genauer anschauen zu können und uns so von dem materialistisch-ahrimanischen Weltbild zu lösen, dieses zu erweitern, also den Horizont auf die ganze, auf die wirkliche Welt, auch auf die Seelen- und Geisteswelt auszudehnen und so zu erkennen, den Menschen als Geisteswesen und die Welt als Geisteswesen. Und das gibt uns diese Anschauung der Leitsätze, dass wir durcharbeiten können, das, was uns ja eigentlich von der Naturwissenschaft fehlt als Mangel, dass wir das wahre Menschsein als geistiges, seelisches, physisches Wesen nach und nach kennenlernen. Rudolf Steiner hat zu diesen Weg der Erkenntnis geschildert, dass wir durch geistige Schulung eintreten können in die geistige Welt und dort erst unser wahres Menschensein erleben und erkennen können. Das ist aus der siebten Stunde der esoterischen Unterweisungen der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, was ich hier dann zitiere. Und in der GA 319, in dem Bezug zur Heilmöglichkeit des Menschen, der Bezug darauf, dass wir aus den naturwissenschaftlich erkannten Naturgesetzen den Menschen denken heutzutage und dass uns das aber nicht zu einer Erkenntnis von dem, was wirklich im Menschen stattfindet, nämlich das, was wir aus den Leitsätzen kennen, dem Erkennen der ätherischen Kräfte der astralen Welt und des geistig Wesenhaften, des Ich, also des ätherischen, astralen, des Ich-Wesens, die walten im Menschenleibe und dem Menschenleib erst zu dem lebendigen, bewussten, frei denkenden, individuellen Wesen machen, das es ist. Dass wir also überwinden müssen, das, was uns als Vorhang vor der Anschauung des Menschen steht, dass wir alles glauben, physisch anschauen zu müssen, dass wenn wir dieses Physische wegsuggerieren können, kräftig, durch die Imagination wir zu kommen zum Anschauen der wirkenden ätherischen Kräfte, wenn wir weitergehen aus dieser Imagination zu noch kräftiger Fähigkeit, die Verwandlungskräfte, die vorbildenden Kräfte zu schauen, wir das astralisch Wirkende erkennen können im Menschenleib und wenn wir noch höher steigen von der Inspiration, die uns dieses Astrale offenbart, wir kommen können, durch die Intuition das wirklich Wesenhafte, das Menschen-Ich zu sehen.
Ich zitiere aus der siebten Stunde, aus einem Mantra: Und du wirst ein wahrer Mensch werden, wenn du in der geistigen Welt den wirklichen Menschsein erkennst. Dann wirst du erst dich selbst erleben als das wirkliche wahre Ich, das du bist. Und wenn ihr diesen Ernst in den Tiefen eurer Seele aufzubringen wisst, dann werdet ihr eine Ahnung bekommen, was es heißt für den Menschen, durch Erkenntnis ein Mensch zu werden. Also die wahre Erkenntnis des Menschen als Geisteswesen. Und weiter in der GA 319, denn im physischen Körper des Menschen spielt sich niemals etwas ab, was nicht zu gleicher Zeit unter den Einflüssen der ätherischen Vorgänge, der astralen Vorgänge, der Ich-Vorgänge liegt. Aber indem die Naturwissenschaft ganz und gar absieht von diesen Ich-Vorgängen, diesen astralischen Prozessen, diesem ätherischen Leben und Weben, kommt sie eigentlich gar nicht an den Menschen heran. Und die anthroposophischen Leitsätze, die wollen uns vermitteln, die Fähigkeit, den Vorhang wegzuziehen, der uns den Blick auf das wahre menschliche Wesen dahinter, das ätherische, astrale und geistige, das ich-bewusste Wesen verwehren. Und wir so dann erkennen, wer wir wirklich sind, ein wahrer Mensch zu werden. Ich lese also nun diese Anmerkungen Rudolf Steiners zu den Leitsätzen 1 bis 37 über die Bildnatur des Menschen. Es kommt viel darauf an, dass durch die Anthroposophie begriffen werde, wie die Vorstellungen, die der Mensch im Anblicke der äußeren Natur gewinnt, vor der Menschenbetrachtung Halt machen müssen. Gegen diese Forderung sündigt die Denkungsart, die durch die geistige Entwicklung der letzten Jahrhunderte in die Menschengemüter eingezogen ist. Durch sie gewöhnt man sich, Naturgesetze zu denken, und durch diese Naturgesetze erklärt man sich die Naturerscheinungen, die man mit den Sinnen wahrnimmt. Man sieht nun nach dem menschlichen Organismus hin und betrachtet auch diesen so, wie wenn seine Einrichtung begriffen werden könnte, wenn man die Naturgesetze auf ihn anwendet. Das ist nun gerade so, als ob man das Bild, das ein Maler geschaffen hat, betrachtet nach der Substanz der Farben, nach der Kraft, mit der die Farben an der Leinwand haften, nach der Art, wie sich diese Farben auf die Leinwand streichen lassen und nach ähnlichen Gesichtspunkten. Aber mit alledem trifft man nicht, was sich in dem Bilde offenbart. In dieser Offenbarung, die durch das Bild da ist, leben ganz andere Gesetzmäßigkeiten als diejenigen, die aus den angegebenen Gesichtspunkten gewonnen werden können. Es kommt nun darauf an, sich darüber klar zu werden, dass sich auch in der menschlichen Wesenheit etwas offenbart, das von den Gesichtspunkten, von denen aus die Gesetze der äußeren Natur gewonnen werden, nicht zu ergreifen ist. Hat man diese Vorstellung in der rechten Art sich zu eigen gemacht, dann wird man in der Lage sein, den Menschen als Bild zu begreifen. Ein Mineral ist in diesem Sinne nicht Bild. Es offenbart nur dasjenige, was unmittelbar die Sinne wahrnehmen können. Beim Bilde richtet sich die Anschauung gewissermaßen durch das sinnlich Angeschaute hindurch auf einen Inhalt, der im Geiste erfasst wird. Und so ist es auch bei der Betrachtung des Menschenwesens. Erfasst man dieses im rechten Art mit den Naturgesetzen, so fühlt man sich im Vorstellen dieser Naturgesetze nicht dem wirklichen Menschen nahe, sondern nur demjenigen, durch das sich dieser wirkliche Mensch offenbart. Man muss es im Geiste erleben, dass man mit den Naturgesetzen so vor dem Menschen steht, wie man vor einem Bilde stünde. Wenn man nur wüsste, da ist blau, da ist rot, und man nicht imstande wäre, in einer inneren Seelentätigkeit das Blau und Rot auf etwas zu beziehen, das sich durch diese Farben offenbart. Man muss eben eine andere Empfindung haben, wenn man mit den Naturgesetzen einem mineralischen
und eine andere, wenn man dem Menschen gegenübersteht. Beim Mineralischen ist es für die geistige Auffassung so, als wenn man das Wahrgenommene unmittelbar ertastete. Beim Menschen ist es so, als ob man ihm mit den Naturgesetzen so ferne stünde, wie man einem Bilde ferne steht, das man nicht mit Seelenaugen anblickt, sondern nur betastet. Hat man erst in der Anschauung des Menschen begriffen, dass dieser Bild von etwas ist, dann wird man in der rechten Seelenstimmung auch zu dem fortschreiten, was sich in diesem Bilde darstellt. Und im Menschen offenbart sich die Bildnatur nicht auf eine eintönige Weise. Ein Sinnesorgan ist in seinem Wesen am wenigsten Bild, am meisten eine Art Offenbarung seiner selbst wie das Mineral. Man kann gerade an die Sinnesorgane mit den Naturgesetzen am nächsten heran. Man betrachte nur die wundervolle Einrichtung des menschlichen Auges. Man erfasst durch Naturgesetze annähernd diese Einrichtung. Und bei den anderen Sinnesorganen ist es ähnlich, wenn auch die Sache nicht so offen zutage tritt wie beim Auge. Es kommt dies daher, dass die Sinnesorgane in ihrer Bildung eine gewisse Abgeschlossenheit zeigen. Sie sind als fertige Bildungen dem Organismus eingegliedert und als solche vermitteln sie die Wahrnehmung der Außenwelt. So aber ist es nicht mit den rhythmischen Vorgängen, die sich im Organismus abspielen. Sie stellen sich nicht als etwas Fertiges dar. In ihnen vollzieht sich ein fortwährendes Entstehen und Vergehen des Organismus. Wären die Sinnesorgane so wie das rhythmische System, so würde der Mensch die Außenwelt in der Art wahrnehmen, dass diese in einem fortwährenden Werden sich befände. Die Sinnesorgane stellen sich dar wie ein Bild, das an der Wand hängt. Das rhythmische System steht vor uns wie das Geschehen, das sich entfaltet, wenn Leinwand und Maler im Entstehen des Bildes von uns betrachtet werden. Das Bild ist noch nicht da, aber es ist immer mehr da. In dieser Betrachtung hat man es nur mit einem Entstehen zu tun. Was entstanden ist, bleibt zunächst bestehen. In der Betrachtung des menschlichen rhythmischen Systems schließt sich das Vergehen, der Abbau, sogleich an das Entstehen, an den Aufbau an. Im rhythmischen System offenbart sich ein werdendes Bild. Die Tätigkeit, welche die Seele verrichtet, indem sie sich einem ihr gegenüberstehenden wahrnehmend hingibt, das fertiges Bild ist, kann als Imagination bezeichnet werden. Das Erleben, das entfaltet werden muss, um ein werdendes Bild zu erfassen, ist demgegenüber Inspiration. Noch anders liegt die Sache, wenn man das Stoffwechseln und das Bewegungssystem des menschlichen Organismus betrachtet. Da ist es, als ob man vor der noch ganz leeren Leinwand, den Farbtöpfen und dem noch nicht malenden Künstler stünde. Wie man dem Stoffwechsel und dem Gliedmaßensystem gegenüber zum Begreifen kommt, so muss man ein Wahrnehmen entwickeln, das mit dem Wahrnehmen dessen, was die Sinne erfassen, nicht mehr zu tun hat als der Anblick von Farbtöpfen, leerer Leinwand und Maler, mit dem, was später als Bild des Malers vor unsere Augen tritt, und die Tätigkeit, in der die Seele rein geistig den Menschen aus dem Stoffwechsel und aus seinen Bewegungen heraus erlebt, ist so, wie wenn man im Anblicke vom Maler, leerer Leinwand und Farbtöpfen das später gemalte Bild erlebt. Dem Stoffwechsel und Gliedmaßensystem gegenüber muss in der Seele die Intuition walten, wenn es zum Begreifen kommen soll. Es ist nötig, dass die tätig wirkenden Mitglieder der anthroposophischen Gesellschaft in solcher Art auf die Wesenheit hindeuten, die dem anthroposophischen Betrachten zugrunde liegt. Denn nicht nur soll eingesehen werden, was durch Anthroposophie an Erkenntnisinhalt gewonnen wird,
sondern auch, wie man zum Erleben dieses Erkenntnisinhaltes gelangt. Von dem hier Dargestellten wird der Weg der Betrachtung zu den folgenden Leitsätzen hinüberführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich dann auf unsere weitere Arbeit an den Leitsätzen 38, 39 und 40. Vielen herzlichen Dank.